Ja, los. Ich sag mal, herzlich willkommen hier zu das Survival-Dörfchen, wie ich es jetzt gerade genannt habe. Ja. Wir legen mal los mit einem neuen Spiel, oder das heißt neues Spiel, aber halt mit einem neuen Spiel für unsere Gruppe, mit Minecraft. Ja, mit einem neuen Projekt, sagen wir es mal so. Mit einem neuen... Klein, hast du deine Eltern verloren? Soll ich mich nach Hause bringen? Es ist traurig. Ja, und deswegen spielen wir jetzt hier Minecraft im Survival-Modus. Also wir haben auch Monster an und wir werden jetzt gleich ein kleines Dörfchen erstellen, wo jeder so sein eigenes Häuschen sich baut. Ja. Und werden einfach mal schauen, wie weit wir kommen und vielleicht erleben wir noch ein paar Abenteuer und dabei ergibt sich dann auch so eine kleine Story, die dann vielleicht von Gav Gaming nebenher noch auf seinem Kanal auch noch miterzählt wird. Ja, sagen wir mal so, ich habe ja eure Stimmen alle an, also das, was ihr erzählt, wird auch bei mir zu hören sein und damit hasse ich auch mal erst meine Zuschauer willkommen zu Minecraft. Ja, wir haben uns ein bisschen überlegt, nach dem Thema GTA, dass es dann irgendwann ausgelutscht war, dann haben wir ja es ja mit Uno probiert, nee, mit Uno nicht, mit Golf probiert, das hat dann überhaupt nicht funktioniert, da muss ich mich auch, das ist auch so ein bisschen mein Ding gewesen, und da, eigentlich haben wir so gedacht, ja, wir nehmen einfach mal wieder was, was wir alle zusammenspielen können und was wir ein bisschen, wo wir ein bisschen was zusammen machen können, und dann kann man überlegen, The Forest oder Minecraft, und wir haben gesagt, wir probieren jetzt erstmal ein bisschen Minecraft aus, bei The Forest haben wir ja schon mal gemacht, eine Staffel, da wird auch noch eine zweite Staffel irgendwann kommen, und auch der zweite Teil wird irgendwann kommen, und jetzt dachte ich, versuchen wir es einfach mal mit einem neuen Projekt, mit Minecraft, und ja, gucken wir einfach mal, was so passiert. Wie Marco schon auch gesagt hat, wir werden ein kleines Dorf bauen, wir werden ein bisschen Story-Vision nebenbei machen und wir werden einfach mal schauen, wie sich das ganze Ding hier entwickelt, wie lange wir das überhaupt alles so ziehen und ja, das ist mal so ein bisschen zu meiner Seite aus. Wollen wir erstmal gucken, wo wir bauen hier? Also hier irgendwie hier ist nicht so ganz sexy, sage ich mal. Oh. Ah, Leute, der klimmt in den Berge. Ich komme. Das will keiner wissen, vor allem nicht auf YouTube. Oh, geil. Oh ja, ich komme. Was? Bup. Ein Stöckchen gefunden. Ich hab Stöckchen gefunden. Wo sind die hin? Lol. Andere Richtung. Andere Richtung. Kann ich was werfen? Ja. Hier ist auch nur Wasser. Wie kann er meine Frage beantwortet? Das war eigentlich die erste gemeinte Frage. Scheiße, ich hab keine Karte. Ich sehe euch nicht mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, Karte wäre jetzt gut. Geh mal um den Berg herum, der hinter dir ist. Genau da, jetzt müsstest du wieder unsere Namen sehen. Also wir sehen zum Beispiel eure Namen. Weiß ich noch. Ihr Landstreicher. Ja, ihr Landstreicher da hinten, ne. Ah, ich glaube, wie gesagt, das könnte ziemlich witzig werden, das ganze Ding. Sag mal, Enrico, was für ein Virtual Reality Kondom hast du da eigentlich an? Was ist denn da los? Guck mal, jetzt sind wir alle gleich. Nö, also ich hab mir was Eigenes erstellt. Mit du siehst Garten aber bei mir tatsächlich aus wie alle anderen auch. Also ja, das Männchen mit der dunkelblauen Hose und so. Ja, es lädt bei PlayStation immer ganz schlecht. Ich wollte mal hier rüber gucken, ich weiß nicht. Ja, ich will mal kurz gucken. Ja, warum schwimmst du dann nicht? Warum läufst du? Guck mal, schwimmen geht doch viel schneller. Er ist Jesus, er läuft über Wasser. Bären! Au! Was hat die gemacht? Aua! Ich weiß nicht, was das ist. Die Bären, oder? Bären. Das stimmt, oder? Ach so. Die fressen Füchse. Füchse fressen die Bären immer. Ist denn das hier eine eigenständige, also eine Insel, wo jetzt nichts weiter dran ist? Da ist jetzt nichts weiter dran, so wie es aussieht. Das ist doch gut, dann lass uns doch hier drauf bauen und unsere Ressourcen immer vom Hauptland holen. Das ist doch die beste Möglichkeit, finde ich. Ja, mach mal einen Schiffweg. Also wie gesagt, wir spielen nicht im Kreativmodus, wir spielen immer im Überlebensmodus, zumindest wenn wir anfangen. Es kann sein, dass wir mal ein bisschen durchswitchen. Dann würde ich sagen, ist das hier unsere Heimatinsel und dann holen wir uns immer vom restlichen Land immer unsere Ressourcen, was wir so brauchen. Wir können ja auch erstmal die Bäume hier nehmen, weil wir können ja neue pflanzen. Oder ich habe gehört, Baby war unartig und hat einen Arsch voll verdient. Ich höre die Schläge hinter mir. Ich dachte, den kriegst du immer von hier. Ich habe den Stock. So. Also ich baue mein Haus hier hin. Haben wir noch irgendwie... Ihr macht das mit der Hand, ne? Also, jetzt ganz. Ja, ha, 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 ha. Ja, genau. Ich wusste, dass irgendwie sowas in die Richtung kommt. Ich weiß, diese zwei durch. Das haben wir uns nicht mit Absicht gemacht.
Fängt ja schon wieder gut an hier. Ja, also. Aber warte mal, ich hab ja einen Stock. Es wird Nacht. Ja, aber ich denke mal, hier auf der Insel dürfte eigentlich uns nicht viel passieren, ne? Es ist dunkel. Die spawnen überall. Zweitens gibt's auch Wasserzombies. Bitte was? Ja. Das sind Untote. Zombies im Wasser. Wir haben eine Kuh auf dem Dings auf der Insel. Da haben wir schon mal was zu essen. Best nicht töten. Doch. Hättest du eine zweite mitgenommen von anderen vom Festland? Da spawnt schon einer. Ich raste aus und der hat sogar eine Rüstung. Hä? Hilfe? Menschen? Dann lass uns doch einbuddeln oder so erstmal über die Nacht. Ich gehe in die Offensive. Der hat eine Schaufel! Oh ja, da ist ohne Spinne. Eine Spinne ist auch hier. Vorsicht. Ich buddel mich einfach mal erstmal die Erde irgendwo ein. Oh ja. Oh, ein Helm. Hier ist noch eine Spinne. Eine Spinne ist schon tot. Wo sind die zweite? Ja. Ein Spinner hat eine Spinne getötet. Haha. Komm mal du da oben von deinem Berg runter, du Feigling. Oh, ich muss diese Disteln hier, die Bären abmachen. Ganz schlimm. Oh, Spinne! Fresse! Aua! Mama, der schlägt mich! Mama, da steht drauf. Tot. Entschuldigung. Ich wollte die Spinne eigentlich töten. Ist aber so tot, die zweite. Ich baue mal hier ein bisschen. Wer will fleißig Handwerker sehen? Der muss auf die Straße gehen. Der muss auf den anderen Kanal gehen. Okay. Oder so. Da ist schon wieder eine Spinne. Also hier sind gerade so ein paar. Ich kümmere mich mal drum. Ich wollte nur sagen, es ist aber nur vielleicht, gell? Es ist jetzt nicht mehr schwer oder so. Oh, also für den Anfang ist es vielleicht okay. Es reicht ja auch, aber ich hätte Kreativmodus, hätte ich persönlich einfach zu langweilig gefunden, wenn wir so gar nichts zu tun hätten. Am Anfang ist immer geil, aber irgendwann hast du keine Ideen mehr. Was wollten ihr, hä? Wollt ihr Stress? Ja, Kreativmodus ist eher geil, wenn du jetzt irgendwie sowas total Abgefahrenes bauen willst, wie Skulpturen oder... Och, da gibt's schon ziemlich krasse Welten. Also, ja, für mich als großer Harry Potter-Fan zum Beispiel, es hat ja ein Typ Hogwarts nachgebaut, also wir sind Hogwarts in der Umgebung nachgebaut. Das fand ich ziemlich krass. Ja, das meine ich ja. Das sind ja Masterbilder, die können ja richtig hart bauen. Ja, es ist halt viel möglich in dem Spiel, ne? Das ist es einfach, aber... Ich hab immer gerne einfach irgendwelche Achterbahnen quer durch die Landschaft gebaut. Ey! Also ich habe ja mal Minecraft auf meinem Kanal gemacht und ich werde von zwei Zombies verfolgt. Ja, hast du deine Brüder mitgebracht oder was? Nein, was ich meine gerade... Naja, wenn ich an Samstag früh denke, könnte das schon ganz gut hinkommen. Wieso ist denn jetzt hier der Boden eingekracht? So, doch früh ohne Kaffee, Markus. War das Sand? Ja, ja. Sand. Wenn du auf Sand weghaust, der hat keinen Halt. Dann kommt das alles runter. Ja, ist eine Kettenreaktion. Sicher, dass das Zombies sind, Markus? Ich dachte, das bist du ohne Kaffee. Hier drüben ist zum Beispiel ein Wasserzombie. Ja, ich sehe gerade da hinten auf dem Ding läuft gerade irgendwas rum. Die sind auch am Tag unter Wasser. Und lebende. Irgendwas läuft doch hier gerade wieder rum. Ah, hier hinten. Ah! Baby hat Freunde gefunden. Aber ich find's ganz cool, wie Minecraft sich entwickelt hat. Aua! Darf ich heiße schon so ein Idiot? Aua! Aua, ich werd geschlagen. Hilfe! Alter, hier hinter Enrico sind so viele Zombies. Hast du nicht geduscht oder was ist los bei ja, dir? Ich bin tot. Warum ziehst du dir so an? Ich hab kein Zeugs mehr, mein Zeugs ist weg. Standard. Du kannst es aber wiederholen, Kev. Ja, dazu muss ich erstmal euch wiederfinden. Ich hab ja gesagt, warum bullen wir uns nicht ein? Aua!
Er ist tot? Ja, der ist von Zombie erschlagen worden. Bro, das hab ich gar nicht gesehen. Also, Dings. Ach, der eine Zombie ist ins Loch gefallen. Pass auf, da hinten ist ein Creeper, ne? Ich will ihn da reinschubsen, aber... Aua! Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Hilfe! Ich bin mal weg. Also hinten oder auf der anderen... Bin ich auf der gleichen Insel wieder gespawnt oder wo bin ich wieder, wo ich gespawnt bin? Na, da wo wir vorhin... Da wo wir immer... Da wo wir als erstes gespawnt sind, das ist der Hauptspawnpunkt. Genau, bis du dir ein Bett machst und dann spawnst du immer da, wo dein Bett ist quasi. Oh. Wenn du es nicht abbaust. Das kennt Kev, ja, der spawnt auch mal früh in seinem Bett. Ich spawn öfters mal in meinem Bett, ja. Aua! Das Problem, ich hasse es, ich werde schon wieder angegriffen von irgendwelchen Viechern und ich habe keine Ahnung. Ich sammle mal dein Zeug derweil ein, damit es nicht weg... Dauert 5 Minuten, bis es despawnt. Ich muss gerade eigentlich nur mal wissen, wo ihr seid. Ah, da hinten. Ich sehe schon. Ich sehe eure Kamertext. Vorsicht, Spinne, das Baby. Ja, ich bin wieder bei euch. Ich bin gerade fast ins Loch gefallen. Hey, ich will mein Zeug. Ich will mein Zeug haben. Hallo. Ja, sofort. Hallo. Ich will nur kurz hier. Die Spinne töten. Hinter dir. Nein, das ist gut, ihr lebt uns noch, ne? Warte mal, wie ging das nochmal jetzt so? Oh! Spinne, Alter. Ach, hier. Warte, hier noch. Ich erschlag dich da. Mit Samen. Mit meinem da. Samen, ja! What the fuck? Ekel. Hier, ich besam dich. Alter. Besamt. ich hätte gerne meinen Stock wieder, hallo? Ich hab deinen Stock nicht genommen. Na, ist gut, ich hab schon gefunden. Ich hab schon was Stockähnliches gefunden. Geht schon wieder gut los hier, die Scheiße. Ja, erstmal. Naja. Herzlich. Was hat mich gerade in. Mama? Hilfe? Ich hab Mama Zombie getötet. Irgendwas kam gerade irgendwie ziemlich nah bei mir und es hat sich ziemlich komisch angehört. Also wenn's macht, dann ist es ein Creeper und dann. Nein, das war so. Zombie. Okay. Das war so wie, doch dein Magen. Das war bestimmt ich nach dem Aufstehen heute Morgen. Doch ein Zombie, alter Mann. Ich bin. Aua! Aua von mir. Die sind aber auch lästig heute. Ja, die sind echt. Lesbisch heute. Lästig. Aua. Mann, müssen, oh mein Gott. Hilfe, warte, ich geh weg, ich bin schon fast wieder tot. Wir müssen halt mal ein paar Fackeln erstellen, damit die hier nicht. Boah, das Problem ist einfach, dass ich gerade komplett von irgendwelchen Fackeln. Oder Viechern war das so, Enrico? Ja, dafür bräuchtest du aber Holz, bzw. Kohle. Holz müsstest du halt erst brennen, damit es zu Holzkohle wird. No. Kann ich irgendwie was. Was ist gerade passiert? Du bist in die Luft geflogen. Creeper. Ich guck mal, ob ich irgendwo Kohle finde. Ja. Haben wir nicht irgendwie die Möglichkeit, irgendwie was zu essen zu machen? Weil wir alles gut, die fällt sich selber auf die Energie. Oder die Energie. Na, deine jetzt. Herzen, ja. Aber wenn du unter 4 Keulen bist, produzierst du keine Lebensgeneration mehr. Aber die Sonne geht auch auf. Was, wenn ich weniger als 4 mal, was, Keule? Hä? Na, links ist dein Leben, rechts ist dein Hunger. Und wenn da weniger als 4 Balken sind beim Hunger, dann regenerierst du nicht mehr automatisch dein Leben. Okay, genau. Wer merkt, dass ich einfach dass ich mit dem Spiel nicht so drin bin. Ja, alles gut. Das hat sich halt auch sehr weit entwickelt. Das ist halt, das ist immer viel mehr dazu. Es gibt ja jetzt auch Emotes, ne? Soll ich mal vorstellen. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Minecraft gespielt habe. Das ist, glaube ich, auch schon ein paar Jährchen her. Müsste ich eigentlich mal gucken, wann ich letzte Folge hochgeladen habe. Das ist also, wie gesagt, dauert ein bisschen. Hier, komm mal zu mir. Wo bist du? Okay. Ach, du bist da hinten. Ah, ich habe Fleisch gefunden. Welche Fleisch? Okay, hier? Ja. Nee, will ich nicht. Was? Unsere Kuh hat übrigens nicht den Creeper, nicht geschafft. Von dann getrieben. Schade. Dazu sage ich nur das. Federteam. Hör mal auf jetzt, Kev, bitte. Es ist wirklich nicht mehr lustig jetzt. Okay. Weil ich nämlich gerade auch nicht mehr regeneriere. Naja, das ist gut, war keine Absicht. Oh, es regnet. Ich mach ihn. Ich mach Schwarzschirmputz.
Komm her jetzt hier. Ich will Schweinchen. Oh, Schildkröte. Ist auch neu. Kenn ich auch noch nicht. Oh, es gibt so viele. Es gibt jetzt auch Lamas. Dämonen. Also, viel. Zu viel? Zu viel, zu viel, zu viel. Wahrscheinlich, ja. Da könnt ihr froh sein, dass wir noch kein Ressourcenpaket mit drin haben. Weil im Ressourcenpaket gibt es immer mal so kleine Nebendinge noch. Aber gut, dann sieht das ganze Spiel auch anders aus. Da gibt ja genug Textures Packs und sowas noch dafür. Texture Pack, ja. Ach, hier, ihr seid schon da kräftig am Bauen von euch da. Oh Gott, ich habe doch gar nicht angefangen damit in der Richtung. Och ja, während ihr da rumgefightet habt, habe ich mir meinen Grundriss gebaut. Ach, guck mal, da oben ist das eine Qualle oder ist das ein Tintenfisch? Quallen gibt's nicht. Tintenfisch. Wann ist es ein Tintenfisch? Wenn es schwarz ist, wenn du den tötest, kriegst du eine schwarze Blase, aus der kannst du Farbe machen. Dann kannst du Wolle zum Beispiel einfärben. Mit okay. Teppich oder ja. Schwarzes Bett. Okay. Ich baue ein Schlafgeld. Aus Glas und Gold und Stahl. Oder. Blöd ist, dass wir hier auf der Insel halt wahrscheinlich so gut wie keinen Stein oder sowas finden werden. Wie gesagt, wir haben es ja nicht weit zum Hauptland. Ja. Ich habe Hunger. Das ist schlecht. Aus was baust du dein Haus denn? Aus Holz oder aus Erde? Fichtenholz. Okay. Also sonst hätte ich jetzt... Ja. Dann muss ich halt mal alles wieder abreißen hier. Wieso? Erde. Du kannst auch mit Erde bauen. Wenn du es schick findest, sagt keiner was gegen. Ja, es soll ja auch ein bisschen, zumindest für den Anfang mal halten. Es kann natürlich ja, es wird sich natürlich immer mal wieder ändern, alles und so. Wow. Safety first. Denkst du, das Haus wird die ganze Zeit aus Holz bleiben? Wenn ich irgendwann Lehm finde, werde ich Ziegel produzieren und dann Ziegel draus machen. Oh, Hühner! Oh, eine gute Fleischquelle! Ich habe auch schon zwei Hops genommen. Tot. Tot. Komm du, komm, auch noch drittes Huhn. Komm, tot und verderben über dich. Tod durch Amboss. Sterbi. Oh, eine Wasserquelle mit Stein. Okay. Ich und ein Kumpel, wir bauen gerade in Kreativ eine Stadt quasi. Und na, das ist auch interessant. Hm. Warum nicht, ne? So, ich brauch mal wieder Holzi, Holzi, Holz, ich und mein Holz. Das Problem, ich habe natürlich keine Äxte, das heißt, ich kann auch natürlich, das dauert alles ein bisschen länger, bis die... Du hättest erstmal eine produziert. Ist ja nicht schwer. Ey, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Das ist für mich komplett ein Neuland hier. Aber mit Tipps und Tricks ist man doch immer dankbar. Also am schnellsten, was am Anfang immer meistens produziert werden sollte, sind Werkzeuge. Aha. Und oh, ein Dealer. Hier ist ein Dealer. Ah, oh, kannst du dir deinen... Mal gucken, was der so Schönes anbietet. Zum Tausch. Hallo, Gandalf. Handeln. Ah, alles klar. Nö, danke. Ich möchte keine Emerald. Ich habe keine Emeralds. Du stirbst jetzt. So. Ach ja, die Lamas müsst ihr aufpassen. Wenn die verärgert sind, spucken die euch an. Und das zieht euch Leben ab. Okay. Ist recht witzig. Moment, Entschuldigung. Aua! Hilfe, ich bin jetzt noch gefallen. Ich muss mir eine Treppe bauen. Ja, oder wie auch immer.
Tief bist du gefallen, mein Freund. Ja, ich fall öfters mal tief. Bam, bam, bam. So, wieder raus. Ah, Baby baut bei mir da hinten in der Nachbarschaft. So, machen wir mal einen Ofen. Einen Ofen, ja. Und produzieren Kohle. Kohle, 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 Kohle. Dann machen wir Essen und dann sterben wir. Blub, 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 blub. Er baut jemand aber ein großes Haus. Wo? Markus. Kevin. Warte, der ist von mir. Willst du unbedingt mit dem Holz bauen? Ich baue mit dem normalen Holz, was ich hier finde. Okay, weil du könntest aus einem Block 4 Blöcke machen. Ach, keine Ahnung, wie mache ich das? Ich habe keine Ahnung von dem Spiel, auf zu lachen. Auf Viereck. Er nimmt das Stammholz, ne? Ja. Bibi aber auch. Aber ist nicht so schlimm, es sieht echt gut aus. Also wenn ihr die untere Reihe so lassen würdet, wäre es gar nicht so schlimm. Vielleicht auch so. Aber auf Viereck hast du deine Herstellung quasi. Dann kannst du deine Werkbank. Ach du Scheiße. Das ging tief runter. Ah. Sollte man vielleicht zu machen. So, wie kann ich jetzt irgendwas bauen? Hä? Was ist auch immer? Auf Viereck. Viereck bin ich, in dem Menü bin ich drin. Genau, ja. Da ist eine Werkbank. Und da linke Seite, da wird dir alles angezeigt, was du herstellen kannst. Da musst du nur drauf gehen und angucken, was es heißt und dann X drücken, dann stellst du es her. Natur, Gegenstände, Ausrüstung, auf Bau oder was? Hilfe? Auf Bau oder was? Oder wo? Nein, einfach da steht doch herstellbar und einfach all das, was links in dem. Rechts ist dein Inventar und links ist alles, was du mit deinem Inventar herstellen könntest. Okay. Hast du es? Nur so quasi. Ich werde gleich verhungern. Und ich soll jetzt einfach eine Werkbank herstellen, oder? Ja. Und das wäre das Erste, was du bräuchtest, ja. Und vielleicht auch eine Kiste, wo du dein Zeug einlagern kannst, falls du mal wieder stirbst. Eine Kiste kann ich aber nicht herstellen. Also die Werkbank kriege ich hin, aber... Ja, mit der Werkbank kannst du dann Kisten herstellen, dann kannst du andere Sachen herstellen. Das kannst du mit Hand nicht so herstellen. Okay. Also die Werkbank ist... bestellt? Fragezeichen? Nee, doch nicht. Oder? Musst du auf das gehen und dann einmal X drücken, dann müsstest du sie herstellen. Ja, würde ich gerne, aber irgendwie wird es mir für Eichenholz. Ich habe kein Eichenholz. So, ja, er muss erst Eichenholz herstellen. Oh, okay. Hilfe. Oder habe ich eine Werkbank? Ich glaube, ich habe sogar eine Werkbank. Doch, ich hab eine sogar hergestellt. Hey, ja. Sehr schön. Herstellbar. Glaub mir, irgendwann bist du Meister in dem Game. Glaube ich nicht. Aber gut. So. Ich regeneriere. Juhu. Krasse ist ja auch, es gibt ja jetzt auch schon Korallen und sowas, das ganze Biometrische. So krass. Aber auf den Konsolen gibt es, glaube ich, so diese Sachen wie Hasen und Bienen und sowas noch nicht. Auf dem PC gibt es auch. Doch, auf den Konsolen gibt es Bienen auch schon. Okay. Da ist ganz wichtig, wenn du einen Bienenstock findest, niemals abbauen. Du stirbst. Na, sonst sind die aggressiv, ist ja klar. Ja. Das ist, habe ich noch nie gewusst. Dann habe ich so ein Ding abgebaut und dann zack, haben mich erstmal 3 Bienen förmlich gejagt.
Ja, aber das weiß man doch aus dem richtigen Leben, dass wenn du Bienen irgendwo angreifst, dass die dann halt natürlich das nicht nett finden. Ja, aber Spiel ist halt Spiel. Ja, denkst du erstmal so, ach, das wird nicht so sein. Ich meine, wer baut im echten Leben Holz mit einer Hand ab? Ich öfters mal. Okay. Es wird schon wieder nach. Kann ich Dinge auch zerstören? Ich habe jetzt Werkbank Ja, ohne rechts gedrückt halten. Steuerkreuz. Ja, es steht immer links unten, steht rechts unten steht immer da, was du machen kannst mit deinem. Ja, rechts unten hast du auch angezeigt, welche Taste für was ist. Ja, Was ist Hälfte denn dein nehmen, verschieben, da steht Problem? aber nichts von zerstören. Du Wichser. Hey. Entschuldigung. nee, aber wie gesagt, wie kann ich Dinge zerstören? Wenn ich rechts drücke mit dem Steuerkreuz, dann geht der da rechts. Im Du musst Menü oder was? aufhalten. Wie? Hä? Das, was Meinst du du jetzt? hergestellt hast, kannst Ich du nicht mehr möchte. zerstören. Oh, ich habe Werkbänke jetzt über vier, nur vier Stück und die brauche ich nicht. Dich kannst du nicht mehr zurückmachen. Oh, ernsthaft? Ja, dann krieg ich die, warte mal, dann krieg ich. Baby halt noch ein paar, wenn sie hat, wenn sie braucht. Hey, dann nutzen wir es einfach mal. Kannst du ja dabei verschieben. Ich hab da sowas für dich. Aua! Aua! Ein Creeper im Wasser. Ach, leck mich doch am Sack, Alter. Gib mir nicht Im auf den Wasser Sack. ist es nicht so schlimm, da kann er explodieren. Das passiert wenigstens nicht. Das ist gut, dass ich glaube, die bemerken mich hier oben nicht. Bin ich hier überhaupt richtig? Also ich werde gerade von irgendwelchen Viechern angegriffen. Wie viele sind das? Einer? Einer nur, ne? Mama! Sterbi! Und gute Nacht. Ist er tot. Fuck. Ich bin irgendwo genommen.